von der großen Bewegungsschlacht im Zentrum Frankreichs, die mein Vater wegen der Luftherrschaft der Alliierten für unmöglich hielt. Und dann ist mein Vater relativ häufig zu dem Hitler gefahren und hat versucht, den von seiner Meinung zu überzeugen. Denn mein Vater hoffte auf einen Frieden mit Bedingungen für den Fall des Sieges in Frankreich. Im Sonderauftrag des Führers besichtigt Generalfeldmarschall Rommel die Befestigungsanlagen an der Atlantikküste. Neben den Offizieren werden auch erfahrene und bewährte Unteroffiziere zu der Besichtigung herangezogen. Am Morgen des 6. rief der General Speidel an, 7 oder 8 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, und sagte zu meinem Vater, es sei eine gewisse Unruhe an allen Küstenabschnitten. Man wisse nicht genau, ob die Landung stattgefunden hätte oder nicht. Und er würde in einer Stunde wieder anrufen, wenn die Übersicht über die Lage klarer wäre. Und dann müsse man entscheiden, ob er seine Fahrt fortsetze oder sofort wieder zurückkomme. Dann haben wir eine Stunde gewartet, habe vorher seinen Dienstwagen schon kommen lassen und beladen lassen. Und nach einer Stunde war es klar, Speidel rief an, die Invasion fand statt. Als die Alliierten am 6. Juni 1944 die Strände der Normandie stürmen, weilt der Feldmarschall zu Hause in Herlingen bei Ulm, wo er den Geburtstag seiner Frau gefeiert hat. Technisch und strategisch war die Landung in der Normandie eine Glanzleistung ersten Ranges, wird Erwin Rommel später die gelungene Operation kommentieren. Der Wüstenfuchs sagt seinen geplanten Besuch beim Führer auf dem Obersalzberg ab und lässt sich auf dem schnellsten Weg nach Frankreich chauffieren. Jetzt haben wir sie endlich dort, wo wir sie schlagen können, kommentiert der Diktator die Nachricht von der Invasion. Binnen einer Woche errichten die Alliierten in der Normandie einen zusammenhängenden Brückenkopf von 100 Kilometern Breite. Rommel verschont den Führer nicht mit Kritik. Der Hitler hat die Macht nicht einem gegeben, sondern eine Art Gewaltenteilung vorgenommen und hat eine klare Entscheidung so oder so nie getroffen, sondern immer Kompromisse geschlossen. Und so kam es, dass diese zum Beispiel die 21. Panzerdivision, die in dem britischen Abschnitt lag, dass die völlig verzettelt war im Moment der Landung. Das wäre unter meinem Vater, seinem Kommando, nicht vorgekommen. Nun, mein Vater hat über die ganze Invasionsschlacht gesagt, bei ihm hätte ein Unteroffizier mehr Kompetenzen gehabt als er. Vor allem um den Einsatz der Panzerdivisionen gibt es immer wieder zeitraubenden Streit. Denn der Diktator behält sich die alleinige Befehlsgewalt vor. 4 Wochen nach der Landung geben die deutschen Generäle die Abwehrschlacht verloren. Eine Lageanalyse beendet Rommel am 3. Juli mit einem Affront gegen Hitler. Nur einheitliche, straffe Wehrmachtsführung nach dem Feindbeispiel Montgomerys bürgt für den Enderfolg. Der Führer hatte sich kurz zuvor zu einer persönlichen Aussprache mit seinem Feldmarschall herabgelassen. Der Hitler hat es offenbar abgelehnt, über irgendwas anderes als die militärische Lage zu sprechen. Als mein Vater versucht hat, über die Konsequenzen mit ihm zu reden, der Niederlage, dann ist er unglaublich laut geworden und hat meinen Vater aufgefordert, ruhig zu sein und keine weiteren Ausführungen zu machen. Es bleibt die letzte Begegnung der beiden, die sich einst bewunderten. Deutschland hat den Krieg verloren, meint Rommel. Diese unabwendbare Tatsache muss der Führer einsehen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Führer abtreten muss. Rastlos lässt sich der Heerführer hinter der Front umherfahren, wo feindliche Tiefflieger auf alles schießen, was sich bewegt. Mitte Juli 1944 trifft eine Salve den offenen Dienstwagen des Feldmarschalls. Schwer verletzt wird Erwin Rommel aus dem völlig zerstörten Horch geborgen. Wir haben gehört, dass mein Vater verwundet sei, aber außer Gefahr sei. Der konnte noch nicht mal am 24. Juli unterschreiben.
haben wir da einen Schreibmaschine geschriebenen Brief bekommen, der von ihm mit einem Kringel unterschrieben wurde, weil er seinen Namen nicht mehr hingebracht hat. Zu meinem Unfall hat mich das Attentat auf den Führer besonders stark erschüttert, heißt es in dem angeblich von Rommel verfassten Brief. Doch daran hegt die Familie Zweifel. Ich weiß nicht, wie das Wort Unfall überhaupt in den Sprachgebrauch gekommen ist. Bei einem Entwurf eines Briefes, den mein Vater da im halbbewussten Zustand unterschrieben hat. Mein Vater hat sich über das Wort Unfall mordsmäßig geärgert, hat gesagt, also man müsse immerhin doch eingestehen, dass das ein Tieffliegerangriff gewesen ist. Und er sei ja nicht falsch über den Strauß gelaufen. Am 20. Juli 1944 hat Hitler in der Wolfsschanze den Bombenanschlag des Grafen Stauffenberg überlebt. Nur leicht verletzt zeigt er sich beim Empfang von Benito Mussolini. Noch am selben Tag schlagen getreue Einheiten den Staatsstreich nieder. Dr. Goebbels spricht. Im ganzen Raum gab es nur eine einzige Stelle innerhalb der enormen Detonationswelle, die davon verhältnismäßig unberührt blieb. Und das war die, an der der Führer am Kartentisch saß. Teilnehmer der Besprechung sind durch die Kraft der Explosion viele Meter weit aus dem Fenster herausgeschleudert worden. Ich kann nur sagen, dass wenn die Errettung des Führers aus höchster Lebensgefahr kein Wunder war, es überhaupt keine Wunder mehr gibt. Die Anführer der Putschisten sind noch in der Nacht standrechtlich erschossen worden. Die überlebenden Verschwörer lässt der Diktator unbarmherzig verfolgen. Auch Erwin Rommel gerät in Verdacht. Mein Vater hat immer gesagt, mit dem Attentat habe ich nichts zu tun. Und ich war immer gegen ein Attentat, denn der tote Hitler wäre gefährlicher gewesen als der lebendige. Mein Vater hat auch sicher gewusst, dass eine Gruppe in Berlin, die tätig ist, die notfalls versuchen wird, die Macht im Reichsgebiet zu übernehmen. Aber mein Vater hat ans Attentat nicht geglaubt. Wissen konnte er sowieso nicht davon, weil die Entscheidung erst nach seiner schweren Verwundung am 17. Juli getroffen wurde. 2 Wochen nach der Tat verhandelt der Volksgerichtshof gegen 8 der aus dem Heere ausgestoßenen Verräter, die an dem Verbrechen des 20. Juli führend beteiligt waren. Vor dem Volksgerichtshof werden Schauprozesse veranstaltet. Rommel weiß nicht, dass ihn 2 hochrangige Militärs bereits schwer belastet haben. Der Feldmarschall habe ihnen erklärt, dass er einer neuen Regierung zur Verfügung stehen würde. Dann gab es diese ganzen Verurteilungen, diese scheußlichen Volksgerichtsprozesse, die zum Tode Ausstoßung aus der Wehrmacht durch den Ehrenhof. Es wurde alles verfolgt. Mein Vater hat dann manchmal gesagt, er sei gespannt, was der Hitler mit ihm mache. Erwin Rommel verbringt inzwischen in Herrlingen einen Genesungsurlaub und erholt sich erstaunlich rasch. Bis heute ist umstritten, wie weit er in die Umsturzpläne des Widerstands eingeweiht war. Die Putschisten wussten, dass Briten und Amerikaner, wenn überhaupt, nur den Desert Fox als Verhandlungspartner für einen Separatfrieden akzeptieren würden. Der Mythos von Hitlers Vorzeigegeneral sollte gegen den Diktator verwendet werden. Viele hohe Militärs, mit denen Rommel gut bekannt ist, müssen sterben. Im Namen des deutschen Volkes, Ehrgeizzerfressene, ehrlose, feige Verräter, statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dem Führer folgend unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft. Mein Vater hat immer damit gerechnet, dass die ihn nicht vor den Volksgerichtshof stellen. Das war ihm ziemlich klar. Das war ihm ziemlich klar, das konnte sich Hitler nicht leisten. Mein Vater hat gedacht, dass sie ihn sonst irgendwo um die Ecke bringen. Sie hatten ja 8 Tage vorher etwa meinen Vater aufgefordert, nach Berlin zu kommen. Da hat er gesagt, so blöd bin ich also bestimmt nicht. Rommels damals 15 Jahre alter Sohn Manfred hat am 14. Oktober 1944 Urlaub von seiner Heimat-Flakbatterie und wird deshalb Zeuge der dramatischen Ereignisse in Herrlingen.
Dann hat mein Vater gesagt, heute kommen zwei Generale, die über meine weitere Verwendung sprechen wollen. Entweder das ist richtig, sie wollen dies tun, oder ich bin heute Abend tot. Hat er gesehen, hat dann mit mir gesprochen und hat dann gesagt, er sei sich keiner Schuld bewusst. Er hätte nur versucht, einen Krieg zu beenden, der völlig sinnlos geworden wäre. Und dann hat er da in großer Fassung abgewartet. Dann kamen die und während die da waren, haben schon Leute aus Herrlingen bei uns angerufen und gesagt, das Haus sei umstellt. Und dann ging einer raus nach einiger Zeit. Dann ging der andere auch raus, Burgdorf. Meisel ging zuerst aus Burgdorf hinterher. Und mein Vater kam dann und sagte, er hätte in 20 Minuten oder bin ich tot, hat er erklärt. Da ist man meiner Mutter, die ist dann völlig umgekippt. Und der Führer hätte ihm angeboten, im Blick auf seine Verdienste in Afrika durch Gift zu sterben. Das hätten die beiden Herren mitgebracht. Wenn er das Angebot annehme, würden die üblichen Maßnahmen, die man gegen Familien der Verschwörer ergreife, nicht ergriffen. Er bekäme ein Staatsbegräbnis. Er hätte gesagt, wenn schon Staatsbegräbnis, dann in Ulm. Und er hätte sich entschlossen, mitzugehen. Das sei die beste Lösung. Und man solle nichts darüber reden und niemand was erzählen, denn sobald sowas rauskäme, wären die am nächsten Tag da und die Familie würde auf Nimmersehen, Wiedersehen verschwinden. Ein Dienstwagen steht bereit. Für die Pistole fühle ich mich noch zu schwach, soll Rommel gesagt und sich für die Giftkapsel des Führers entschieden haben. Dann hat mein Vater sich von mir noch verabschiedet, ist eingestiegen und dann ist er abgefahren. Mein Vater hat schon vorher gesagt, ich rufe ihn in 20 Minuten an und sage, dass ich einem Hirnschlag erlegen sei. Und dann ist er abgefahren, nicht? Dann hat sich eigentlich nicht mehr umgedreht. Und in der Tat, nach 20, 30 Minuten, kam dann der Anruf aus der Wagner-Schule, dass mein Vater einem Hirnschlag erlegen sei. Dort sind die aber, das dortige Personal hatte schon gemerkt, dass mein Vater am Gift gestorben ist. Die haben die aber gewaltig zur Brust genommen, verpflichtet, den Mund zu halten, falschen Totenschein auszustellen. Und da sind dann meine Mutter und ich hingefahren. Und da war der schon wieder aufgebahrt und lag da. Bis zuletzt hatte der Feldmarschall eine Beteiligung an den Umsturzplänen gegen seinen Gönner geleugnet. Hitler schickt der Witwe ein Telegramm, das an Heuchelei nicht mehr zu überbieten ist. Nehmen Sie zu dem schweren Verlust, den Sie durch den Tod Ihres Gatten erlitten haben, mein aufrichtiges Beileid entgegen. Da kamen überhaupt Telegramme an von den Reichsministern, von Goebbels, von Himmler, auch von Hitler. Von Hitler kam vor allem ein gewaltiger Kranz an. Da hat einer, ich weiß nicht mehr, wer es war, Offiziere von meinem Vater gesagt, er wurde wahrscheinlich schon geflochten, als ihr Herr Vater noch lebte. Das ist eben alles nach Schema abgelaufen. Da war es klar, mein Vater tot, Protokoll, Staatsakt, und da gab es im Protokoll klare Richtlinien, da kam auch eine Kranz so und so groß oder so und so groß. Da kam das Telegramm. Und die anderen Vorzimmer haben auch gesagt, jetzt muss auch was geschrieben werden. Und haben das geschickt, das war eine Farce. Marschall Rommel ist tot. Der Held von Afrika, der 2 Jahre lang durch eine wendige und einfallsreiche Führung und einen großen persönlichen Mut eine vielfache Übermacht des Feindes in Schach hielt.
Auch die Wochenschau beteiligt sich an dem bizarren Schauspiel um den plötzlichen Tod des populären Feldmarschalls. Ein Zusammenhang mit dem 20. Juli wird tunlichst vermieden. In einem Staatsakt nimmt das deutsche Volk Abschied von einem seiner tapfersten Generale. Mit ihm, so sagte der Führer in einem Tagesbefehl, ist einer unserer besten Heerführer dahingegangen. Sein Name ist im gegenwärtigen Schicksalskampf des deutschen Volkes der Begriff für hervorragende Tapferkeit und unerschrockenes Draufgängertum geworden. Generalfeldmarschall von Rundstedt legt nach seiner Gedenkrede den Kranz des Führers nieder. Die Bevölkerung einer süddeutschen Stadt umsäumt den letzten Weg des großen Soldaten. Über den Tod hinaus wird Erwin Rommel von der Nazi-Propaganda vereinnahmt. Der Mythos des siegreichen Feldmarschalls soll helfen, den Untergang des Dritten Reiches zu verhindern. Adolf Hitler gibt sogar ein pompöses Ehrenmal in Auftrag. Noch Anfang März 1945 schickt man der Witwe Entwürfe ins Haus. Der Heldenmut und die Größe des Generalfeldmarschalls werde am besten durch die Gestalt eines Löwen dargestellt, heißt es in dem Brief an Frau Rommel. Einstweilen müsse sie sich allerdings mit einer einfachen Gedenkplatte für den toten Gatten begnügen, denn das Denkmal könne zunächst nur als Modell ausgeführt werden. Die Familie Rommel hat die Wahl zwischen einem sterbenden Löwen, einem brüllenden Löwen und einem Löwen in Kampfstellung. Sechs Wochen später begeht auch Erwin Rommels größter Fan im Bunker der Reichskanzlei Selbstmord. Am 8. Mai 1945 kapituliert die Wehrmacht bedingungslos. Die Legende vom Wüstenfuchs lebt bis heute weiter.